Das Magazin Wirtschaftsfenster MV wird kofinanziert von der Europäischen Union. Ich begrüße Sie zum Wirtschaftsfenster MV. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in dieser Ausgabe unseres MacPom-weiten Magazins dreht es sich grob gesagt um drei Gebäude, die wir mit Ihnen gemeinsam besuchen werden. Eines in Ueckermünde, eines in Ludwigslust und eines in Prerow. Und dort im Ostseebad auf dem Darß wollen wir beginnen. Das Ostseebad Prerow freut sich über den Umbau und die Erweiterung ihres touristischen Informationszentrums. Das Fachwerkgebäude mit dem typischen Rohrdach ist bereits 1931 entstanden. Die Touristeninformation hat für die Gemeinde auch heute einen hohen Stellwert. Die Touristeninformation ist so der Mittelpunkt des Ortes, der zentrale Anlaufpunkt für unsere Gäste. Ohne Touristeninformation ist das Ostseebad Prerow gar nicht denkbar. Also man kann den Stellenwert gar nicht hoch genug einschätzen. Nach 14 Monaten Bauzeit konnten die Arbeiten abgeschlossen werden. Die neue Ausstattung bietet nicht nur den Gästen des Ostseebads einige Vorteile. Neben der Erweiterung des Informationsbereichs wurde auch eine Verbesserung und der öffentliche Zugang zu den Sanitäranlagen ermöglicht. Um dem Bedarf an Arbeitsplätzen gerecht zu werden, gehört ebenfalls eine Vergrößerung der Büroflächen zu den Maßnahmen. Also das denkmalgeschützte Gebäude musste saniert werden. Es gab bauliche Mängel hier bei uns und der Bedarf an Arbeitsplätzen für unser Personal war gestiegen. Also wir waren noch auf dem Stand Anfang der 90er Jahre und wir haben uns als Ostseebad entwickelt und brauchten einfach den Platz und mussten Büroräume schaffen. Die modernen Büroräume finden nun an einem neuen Anbau an das ursprüngliche Informationsgebäude Platz. Um bei der Finanzierung des Projektes zu unterstützen, wurden Fördermittel aus dem EFRE-Fonds bereitgestellt. Die Restaurierung bzw. Erneuerung des denkmalgeschützten Teils des Gebäudes sowie der Anbau, ist insgesamt mit 80% gefördert worden und das entsprach in dem Fall 900.000 Euro. Das Ostseebad Prerow lebt vom Tourismus. Vor 3 Jahren wurde bereits das Dach des gesamten Komplexes neu mit Rohr eingedeckt. Diese Arbeiten am Touristeninformationszentrum vervollständigen nun das Bild und die Gäste sowie das Personal haben genug Platz und die notwendige technische Ausstattung. Und auch das nächste Gebäude schmückt die typisch norddeutsche Dacheindeckung und auch in Ludwigslust unterstützen europäische Fördermittel den Erhalt eines baulichen Kleinods. Das Schweizer Haus im Schlosspark Ludwigslust wurde als Sommersitz der Herzogin Luise zum Ende des 18. Jahrhunderts im Ludwigsluster Schlosspark errichtet. Es liegt im nordwestlichen Teil der Gartenanlage. Das historische Bauwerk ist seit 2014 im Besitz des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Christoph Hein ist Sachbearbeiter für das staatliche Bau- und Liegenschaftsamt in Schwerin und war zuständig für die Instandsetzung. Da lagen die letzten Sanierungsarbeiten schon einige Jahre zurück. Das Gebäude hatte einen generell guten Gesamtzustand von baulichen Gegebenheiten ausgesehen, mit einer Ausnahme. Das war also das Rohrdach. Das war stark verwittert, teilweise bis auf die Vorlegetrete, die lagen also frei. Es wurde zunehmend undicht, es gab Wassereinbrüche. Und um die Bausubstanz und auch die hochwertige Innenausstattung zu schützen, war also eine grundhafte, general neue Instandsetzung oder Erneuerung des Rohrdaches zwingend geboten. Im September 2018 begann die Baumaßnahme und wurde nach rund 2 Monaten erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt beliefen sich die Kosten für die Instandsetzung auf rund 260.000 Euro. Das Projekt wurde mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung gefördert. Man muss darauf hinweisen, dass eine 100%ige Förderung möglich war. Das entspannt natürlich den Landeshaushalt und wir hatten Möglichkeiten, die frei werdenden Mittel anderweitig gezielt einzusetzen im Bauunterhalt und für die Kofinanzierung der Baumaßnahmen. Also von der Warte her war die Finanzierung ein ausgesprochen wichtiger Teil der Baumaßnahme. Mit der Sanierung des hellen, riedgedeckten Fachwerkhauses wird die Nutzung erhalten und verbessert. Darüber hinaus steigert das Schweizer Haus die touristische Anziehungskraft des Parks. Musik
Die Türen des über 200 Jahre alten Gebäudes bleiben jedoch weiterhin verschlossen. Es wird noch nach einem Pächter gesucht. Die Türen des Gebäudes in unserem letzten Beitrag in diesem Magazin sind regelmäßig geöffnet. Es handelt sich um das Ueckermünder Greifengymnasium. Die Schule am Stettiner Haff kann dank Modernisierung deutlich weniger Energie verbrauchen. Im Landkreis Vorpommern-Greifswald wurde die Beleuchtungsanlage des Greifengymnasiums in Ueckermünde frisch saniert. Durch neue, hocheffiziente LED-Leuchten wird der Stromverbrauch gesenkt und die CO2-Emissionen reduziert. Eine Maßnahme, die vor allem mit Blick auf die steigenden Energiekosten dringend nötig wurde. Das ist eine völlig neue Technik eingebaut worden. Es wurde also umgestellt von traditioneller Beleuchtung auf eine LED-Anlage, sodass sich also erhebliche Einsparmöglichkeiten ergeben dadurch und wir auch von der Steuerung her die Halle viel besser beleuchten können zurzeit und eine ganze Reihe von Optionen haben, auch für Veranstaltungen etc. Nach über 25 Jahren musste die alte Beleuchtungsanlage ausgetauscht werden. Neben einer tageslichtabhängigen Leistungs- und Präsenzsteuerung verfügt die neue Beleuchtungstechnik über eine zonenweise Zu- und Abschaltung. Damit werden die Stromkosten um 55% gesenkt und auch Schülerinnen und Schülern wird gezeigt, was in Sachen Klimaschutz alles möglich ist. Für uns ist es insbesondere schön, dass wir in dieser Zeit mit den Schülern gemeinsam dieses Projekt hier an der Schule haben und ihnen auch zeigen können, was alles möglich ist in dieser Zeit. Und ich denke, das ist auch für die Schüler beispielgebend und das ist, glaube ich, was man in vielen Unterrichten auch diskutieren kann, ob in Sozialkunde, Geografie oder wie auch immer. Von daher ist es eine tolle Sache, glaube ich, auch für die Schüler. Entstanden ist das Projekt durch eine Kofinanzierung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit sowie dem Landkreis Vorpommern-Greifswald. Insgesamt belaufen sich die Kosten auf 182.670 Euro. Und wir haben jetzt ja eine Kofinanzierung vom Europäischen Regionalfonds und vom Ministerium für Umwelt und Natur und vom Landkreis. Und das alleine zu stemmen, wäre doch relativ problematisch geworden, denke ich. Von daher sind wir sehr dankbar, dass sich diese Möglichkeiten da im letzten Jahr ergeben haben. Wie wichtig der Europäische Fonds für Regionalentwicklung ist, sieht man an den Zahlen. Allein 50% der Finanzierung stammten aus Mitteln des EFRE-Fonds. Weitere 35% wurden vom Bundesministerium bereitgestellt. Eine Förderung mit Blick auf die Zukunft, die den Klimaschutz weiter voranbringt. Soweit unsere drei Beiträge aus unserem Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Mehr gibt es dann in der nächsten Ausgabe. Wirtschaftsfenster MV.